Mod, ich würde so gerne wissen, was in deinem Kopf abgeht, Alter. Ich weiß, du lässt dir nicht gerne reinreden, aber ich verstehe diese Casino-Sache bei dir nicht, Mann. Ich glaube, Digga, Tanzverbot, da muss ich sogar widersprechen. Ey, wenn wir jetzt einen Tausender-Win machen, lasst uns nicht über Tausender-Wins reden. Wenn wir einen Tausender-Win machen. Man könnte über diese Casino-Thematik Stunden über Stunden über Stunden diskutieren. Richtig, und ich habe da auch was zu sagen. Deshalb lasst uns doch einfach gemeinsam Casino zocken und ich erkläre euch anhand dessen, warum das mathematisch nicht so sinnvoll ist. Mann! Ey, wirklich, mich kotzt es so an. Immer mehr, alle sagen zu, Mann! Opal Fruit ist ein gutes Spiel. Opal Fruit ist ein gutes Spiel, Jungs. Opal Fruit ist das Richtige. Ja, Knossi, nee, wir spielen dieses Spiel nicht, denn ich habe für euch 3 Spiele gemacht und ihr könnt euch aussuchen, welches Spiel ihr spielen wollt. Aber dazu braucht ihr ein bisschen Geld, deshalb erstmal meine Frage, wie viel Geld habt ihr gerade so auf dem Konto? Ich sage, bei uns beiden ist gerade momentan wirklich schlecht. Wir kennen unsere Finanzsituation, es ist beides nicht so gut. Das ist natürlich ein bisschen schade, deshalb müsst ihr euch jetzt Geld ausleihen von jemandem, der ein bisschen mehr Geld hat. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich bin Millionär, das ist einfach Fakt. Das ist einfach ein Fakt da, das ist de facto. Perfekt, dann spielen wir jetzt über ApoRIDs aller echten Konto. In allen 3 Spielen ist euer Einsatz 2 Euro. Im ersten Spiel zahlt ihr die 2 Euro und bekommt 1,80 Euro zurück. Das war's. Im zweiten Spiel spielen wir Kopf oder Zahl. Wenn ihr es richtig errät, bekommt ihr 3,60 Euro. Und im letzten Spiel müsst ihr vorhersagen, welche Zahl rauskommt, wenn man würfelt. Und wenn ihr diese Zahl richtig errät, bekommt ihr ganze 10,80 Euro. Welches der 3 Spiele würdet ihr spielen? Jetzt den Plan. Ich brauche welches Spiel? Jetzt lass uns mal kurz in uns gehen. Welches Spiel lieben wir? Das Spiel eben, was du gespielt hast. Knossi, Monte, ihr braucht euch jetzt nicht so viele Gedanken zu machen. Tatsächlich spielt es langfristig gesehen keine Rolle, welches der 3 Spiele ihr spielt. Das ist interessant. Denn hier kommt ein wichtiger Faktor und das ist das RTP, beziehungsweise Return to Player oder auf Deutsch die Auszahlungsquote. Die Auszahlungsquote drückt aus, wie viel ihr im Durchschnitt pro Einsatz von eurem Geld wieder zurückbekommt. Sagen wir mal, das RTP ist 90%. Das bedeutet, ihr bekommt pro Einsatz im Durchschnitt 90% von eurem Geld wieder zurück. Wenn der Einsatz also 10 Euro ist, bekommt ihr im Durchschnitt wieder 9 Euro. Und der lässt sich wie folgt berechnen. Ihr nehmt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt. Im zweiten Spiel ist das die 50%. Das multipliziert ihr mit dem Gewinn, also mit den 3,60 Euro. Und das teilt ihr dann durch den Einsatz. Raus kommt dann 0,9. In Prozent wären das 90%. Wenn ihr nicht wisst, wieso, schaut euch meine Prozentrechenvideos an. Das heißt, von den 2 Euro, die ihr bezahlt, bekommt ihr im Durchschnitt wieder 1,80 Euro zurück. Genau wie beim ersten Spiel. Ihr verliert pro Runde 20 Cent, durchschnittlich. Im dritten Spiel ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, 1/6. Das multipliziert ihr dann mit dem Gewinn, die 10,80 Euro, durch 2 ist ebenfalls 90%. Das heißt, das RTP ist der mathematische Kern, wie die Casinos ihren Gewinn erzielen. Und deshalb werdet ihr langfristig immer verlieren. An alle Haters, was labert ihr? Bam! 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 Hier ist dann doch der Schlag, was ihr labert! Ihr Haters! Ihr habt keine Ahnung vom Geld! Schließler, Schlappi! Alle raus aus dem Wasser! Knossi, the shark is coming! 8000 Euro! Digga, ich schwöre, ey, das löst so. Keine Ahnung! Ich bin ja eigentlich ein ruhiger Mensch. Ja, gut, ihr wisst, was ich meine, aber ich schwöre, das macht mich richtig aggressiv. Knossi, ich werde dir jetzt erzählen, warum du eigentlich nicht wirklich gewonnen hast. Der einzige wichtige Unterschied in allen 3 Spielen ist die Varianz bzw. das Risiko. Dabei gilt, je höher das Risiko, desto höher ist der Gewinn. Im ersten Spiel habt ihr gar kein Risiko, ihr seid for real die ganze Zeit nur am Verlieren. Im zweiten Spiel habt ihr ein niedriges Risiko, dafür habt ihr auch niedrige Gewinne. Im Vergleich zum dritten Spiel, wo ihr ein höheres Risiko habt und somit auch einen höheren Gewinn erzielen könnt. Die 8000 Euro, die du gewonnen hast, Knossi, sind kein richtiger Gewinn, denn du musst alle Runden, die du ins Casino reingesteckt hast, mit einbeziehen. Nicht nur die, die du an dem Tag gespielt hast. Und dann würdest du sehen, dass du eher Minus anstatt Plus gemacht hast. Können wir das hier bitte zusammenfassen? Tanzi, für dich doch immer. Also, 2 wichtige Faktoren spielen eine Rolle beim Glücksspiel. Der erste ist die Auszahlungsquote, das ist der mathematische Kern, womit die Casinos ihren Gewinn machen. Und der zweite ist die Varianz, womit sie eure Psyche austricksen.
Easy. Als hätte ich nie was anderes gemacht, Chat. Ich habe gar nichts verstanden, Jungs. Und um euch zu zeigen, dass sich unsere Rechnungen sich auch praktisch widerspiegeln, habe ich diese Excel-Tabelle für euch erstellt. Ihr könnt hier sehen, in der ersten Spalte und in der zweiten Spalte A und B, das ist für das zweite Spiel. Spalte F und Spalte G ist für das dritte Spiel und Spalte M ist für das erste Spiel. In Spalte A generiere ich random Zahlen, entweder 0 oder 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass da beispielsweise eine 1 rauskommt, ist 50%. Deshalb sage ich zum Beispiel, 1 ist Kopf und ich sage die ganze Zeit Kopf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt immer wieder bei 50%, dass ich richtig liege. Und da, wo sie richtig ist, ist es grün. In Spalte B ändert sich unser Kontostand dann jeweils, je nachdem, ob wir es richtig oder falsch erraten haben. In Zeile C wird angezeigt, wie oft wir richtig lagen. In Zeile D wird angezeigt, wie oft wir insgesamt gespielt haben. Und in Zeile E wird dann das RTP angezeigt. Das RTP wird hier so ausgerechnet, indem ich meinen gesamten Gewinn nehme und das geteilt durch meinen gesamten Einsatz teile. Und wenn da am Ende um die 90% rauskommen, dann haben wir alles richtig gemacht. Beim dritten Spiel ist es genau dasselbe. Und da seht ihr hier ein Diagramm. Okay? Ihr seht hier nach 100 Versuchen, ich habe das ja 100 Versuche jetzt erstmal gemacht, seht ihr, dass das RTP ein bisschen variiert. Also 0,6 und 0,97 ist schon ein Unterschied. Und wenn ich das nochmal neu mische sozusagen, habe ich hier ein RTP von 1,1 und hier von ebenfalls 1,1. Das heißt, ich habe hier Plus gemacht. Und das seht ihr ebenfalls am Diagramm. Das ist das erste Spiel, diese Gerade. Das ist das zweite Spiel, weil die Schwankungen bzw. die Varianz nicht so hoch ist. Und beim dritten Spiel ist die Varianz deutlich höher. Aber wenn wir das Ganze jetzt mal 1000 Versuche machen, dann seht ihr, dass das RTP immer näher rankommt an das, was wir berechnet haben. Ihr seht natürlich im Diagramm, die Varianz ändert sich. Aber ihr seht hier klar, dass es immer nach unten geht. Und wenn ich das auch neu mische bei beiden, dann seht ihr, das RTP ist hier bei 0,91, hier bei 0,85 ungefähr. Das heißt, das RTP ist immer näher an dem, was wir berechnet haben, je öfter wir spielen. Und wenn ich das jetzt nochmal komplett für 10.000 Versuche durchmache, dann seht ihr hier, dass sie alle auf dasselbe hinauslaufen. Ihr seht hier dieses Diagramm. Hier haben wir ein RTP von 0,9, hier ebenfalls. Und wenn ich das nochmal ein bisschen neu mische, ändert sich das nicht großartig. Und nochmal zur Knossi mit den 8000 Euro. Stell dir vor, du fängst an und verlierst dein ganzes Geld hier, sagen wir mal, bis dahin, okay? Du spielst über 3 Monate und verlierst so viel Geld. Und jetzt kommen 2, 3 Tage, wo du plötzlich Plus machst. Dann denkst du dir, oh mein Gott, ich habe 8000 Euro gewonnen. Aber wie viel hast du verloren? Ist die eigentliche Frage. Lass uns das auch mal für 1 Million machen. Jungs, ich glaube, ich habe da ein Problem. Wir können nicht öfter als 10.000 Runden spielen, weil das ganze Geld, was wir über UpRed's Konto genommen haben, haben wir verzockt. Es ist alles weg. Und ich fühle mich jetzt ein bisschen schuldig für UpRed. Ich hoffe, Apo, du fühlst dich gerade nicht so schlecht. Da fühle ich mich wirklich wie abgezogen. Es ist ja offiziell keine Abzieherei. Ja, es war ja natürlich keine Abzieherei, weil wir haben das ja abgesprochen so. Aber ich, so dumm wie ich war, es fühlt sich an wie eine Abzieherei, okay? Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. So, wie ist es aber nicht der Fall? Ja, wenn man halt einfach den Insi-Modus aktiviert. Also wenn man einfach insolvent ist, ne, dann ist es halt nicht der Fall. Ich fühle mich sehr schuldig, dass ich UpRed in die Insolvenz getrieben habe. Aber immerhin habt ihr jetzt verstanden, warum Casino eine schlechte Sache ist und warum das nicht wirklich viel Glück ist, sondern es ist vorprogrammiert, dass ihr verliert, okay? Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video einen Mehrwert geben oder euch die Augen öffnen und dass ihr es ein bisschen mehr versteht. Schreibt mir gerne eure Rückmeldung in die Kommentare und bitte, es würde mich freuen, wenn einige Streamer auf dieses Video reagieren würden. Das würde mich sehr glücklich machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und auf Wiedersehen.